Herzlich willkommen hier auf Osium mit Tipps für deine Karrierestrategie. Heute geht es um den Video-Lebenslauf. Das ist eine tolle Ergänzung zu einem schriftlichen Lebenslauf, weil das die Möglichkeit ist, dich viel persönlicher darzustellen. Was das Technische angeht, braucht man nicht viel mehr als ein iPhone oder ein Android-Mobile-Phone. Und für die Veröffentlichung kann man beispielsweise YouTube nutzen. Das ist eine sehr praktische Plattform, wo man Videos auch privat hinterlegen kann, sodass also nur diejenigen das Video sehen können, denen du den Link schickst. Das können beispielsweise Interviewpartner sein, wenn es um eine Bewerbungssituation geht. Und in diesem Videolebenslauf würde ich dir empfehlen, selbstverständlich deinen Werdegang kurz darzustellen, aber auch deine Karriereziele und auch zu beschreiben, welche nächsten Karriereschritte du anstrebst, um deinen längerfristigen Traumjob dann erreichen zu können. Außerdem bietet der Video-Lebenslauf die Möglichkeit, persönlichere Sachen auch von sich selbst zu berichten, wie beispielsweise über seinen Purpose zu sprechen oder auch über seine Hobbys, über seine Leidenschaften. Du merkst, der Video-Lebenslauf geht weit darüber hinaus, was eben in einem schriftlichen Lebenslauf drinstehen kann. Es ist auch eine gute Möglichkeit, um seine eigenen Kommunikationsfähigkeiten darzustellen und um seine Persönlichkeit rüberzubringen. Für ein Recruitment-Team kann das dann ein echter Unterscheidungsfaktor sein zwischen Leuten, die ganz traditionell unterwegs sind und einer innovativen Lösung, sich schon im Vorfeld darzustellen, wie ein solcher Lebenslauf es sein kann. Also lauter gute Gründe. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Mehr über das Thema Karrierestrategie erfährst du in meinem Buch Erfolgreiche Karrierestrategie – Der Weg zum Traumjob, und die Details findest du hier unten im Kommentar. Bis bald auf Osium und bis dahin alles Gute.